Herzlich willkommen zurück zu Das Schwarze Auge Satinas Ketten mit der Resu. Ich bin Resu und ja, ich habe keine wirkliche Ahnung, was ich gerade machen soll. Ich weiß, dass die Harfe sich im Steineichenwald befindet, aber ich weiß nicht, warum Geron nicht loslaufen will. Ich bin immer mal wieder kurz davor, Geron Rufus zu nennen. Ich weiß nicht, warum. So sehr ähneln sich die Spiele eigentlich nicht. Auch wenn sie beide von Daedalic sind und beide zum gleichen Genre gehören. Okay, ich würde sagen, ich rede einfach mal nochmal mit Giacomo Nauta, höre, ob ich irgendwas überhört habe. Wir müssen reden. Was wisst ihr über dieses Artefakt? Was genau interessiert dich? So, Magister Eichwart, das hilft nicht, ne? Wer ist Magister Eichwart? Die Vizespektabilität der Akademie. Hüter des Reifs des Seers. Er hat sich seit Tagen in seiner Studienkammer eingeschlossen. Du findest die Kammer direkt neben der Treppe in der Halle. Doch er hat die Tür magisch verriegelt. Ich weiß nicht einmal, ob er überhaupt noch lebt. Okay, Moment, das kann helfen. Bin gleich zurück. Wenn er der Hüter des Reifs ist, dann wird er den Reif da wahrscheinlich irgendwo drin haben, ne? So, was haben wir denn hier? Wir haben das Ungeheuer. Da würde ich persönlich einen Reif wahrscheinlich drin verstecken. Aber Geron will nicht wirklich was damit machen. Probieren wir mal alles durch. Dieser Fluch hat auch Grenzen. Nuris Zauber hilft hier nicht. Ich hoffe lieber darauf, dass das Ding gar nicht erst erwacht. Hoppala. Ich will mich nicht verbrennen. Hatte schon bessere Einfälle. Ist ja auch gar kein Einfall, ist blindes Rumgerater. Vielleicht. Nein. Ich hoffe lieber... Das hilft auch nicht. Diese Kreatur ist mir schon groß genug. Ich bin etwas ideenlos. Mein Kopf ist... Ist das... Ach, es wird... Ja, okay, das hat alles nicht geholfen. Der Magier sagt nichts, ne? Eus causa discrimus. Eus causa discimus. Eus causa discimus. Ja. Eus causa discimus. Eus causa discimus. Gut, dass wir das geklärt haben. Der Satz, den ich so grausig falsch übersetzt habe, weil ich das causa zweimal in den Satz reingebracht habe. Und nicht bedacht habe, dass causa feminin nicht neutrum ist. Egal. Seine Augen sehen aus, als hätte er sie seit Tagen nicht geschlossen. Gut, probieren wir mal alles mit ihm durch. Eus causa. Okay. Eus causa. Ja. Eus causa. Okay. Eus causa. Okay. Allmählich befällt auch mich der Wahnsinn in dieser Stadt. Ich muss diese Gedanken bekämpfen. Nein. Gib dich ihnen hin. Eus causa. Eus. 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 Ja. Eus. Okay. Quod dei bene vertant. Die Götter werden dir nicht mehr helfen. Was? Eos! Ja. Sind das Zauberformeln? Eos causa discimus. Kann ich das hier abmachen? Keine Zeit für... Das hier übersetzt er auch nicht. Und ich habe auch den Feenforscher mal gefragt. Sind das Zauberformeln? Eos! Sind das Zauberformen? Jetzt guckt er sich auch nicht mehr an. Die Götter. Doch, okay. Quod dei bene vertant. Die Götter. Was? Also, was die Götter gut. Punkt, Punkt, Punkt. Moment mal kurz. Ich möchte mal kurz. Quod. Dei. Was? Ich hatte gerade kurz das Gefühl, mir würde es gleich wieder einfallen, was Hovertare bedeutet, aber. Bis auf das nee. Bein scheint er ver. Wir müssen reden. Nee. Was wisst ihr? Was genau? Wisst ihr, wie ein Seelentausch möglich ist? Eine schwierige Frage. Zwischen Himmel und Welt verborgen? Bitte, Giacomo. Erklärt es mir so einfach wie möglich. Tja, also gut.
Jedes Wesen besitzt neben seinem körperlichen Leib auch ein magisches Geflecht, den Astralleib. Darin, tief verborgen, so heißt es, sitzt unsere Seele. Mit machtvoller Magie mag es möglich sein, die Astralleiber zweier Wesen zu öffnen und ihre Seelen zu tauschen. Also will der Seher das Artefakt, um wieder einen menschlichen Körper zu haben? Das steht zu vermuten. Vielleicht sogar den des Königs. Was sagst du da? Ach, nur ein Gedanke. Gut, der erste Teil kam mir absolut unbekannt vor, aber an den letzten habe ich mich erinnert. Noch ist der Seher im Rabenkörper gefangen. Wie hat Gwynling immer gesagt? Um einen Vogel zu fangen, brauchst du zwei Dinge. Das richtige Netz und den richtigen Köder. Warte, das ist gefährlich. Wieso? Wenn der Seher den Reif begehrt, wird er womöglich leichtsinnig. Oder wir spielen ihm das Artefakt erst in die Hände und verursachen selbst, was wir eigentlich verhindern wollten. Wem erzählt ihr das? Aber wir sind keine Sklaven der Zukunft und ich sehe keine Alternativen. Ich werde dieses Artefakt schon finden. Bin gleich... Ja, ich glaube, als er das zum ersten Mal gesagt hat, hatte ich gerade mein Lateinbuch vor der Nase und ein paar Worte nachgeschlagen, um mich lächerlich zu machen, weil ich mich eh nicht drauf konzentrieren konnte und deswegen schlecht übersetzt habe. Ich guck mal, ob ich hier noch Informationen zum Reifen finde. Die Aufzeichnungen dazu liegen alle beim Feenforscher. Dann wohl nicht. Nee, okay. Tja, was mache ich dann? Der Götterkreis, dafür fehlt mir ein Stab oder ähnliches. Ich schaue mich mal in der Stadt nochmal um. Hier haben wir nur eine Leiche. Das ist Olgierts Freund Ulfried. Hey, wach auf, Ulfried. Der Rabe wird für jeden Toten bezahlen. Aber für den hier ein klein bisschen weniger. Ja, ich glaube nicht, dass ich was mit dem machen kann. Trotzdem probieren wir mal alles durch, ne? Weil ich gerade wirklich keine Ahnung habe, was ich sonst machen soll. So nicht. Er sollte nach den Riten bestattet werden. Natürlich, das ist keine Hilfe. Ja, ich Dieser weiß. Wahnsinn muss enden. Wie komme ich darauf? Hatte schon best... Das hilft auch nicht. Mein Kopf ist leer, Mist. Gut, das hat alles nicht geholfen. Dann haben wir hier noch den Kräuterstand. Da kann ich aber auch nichts mehr rausklauen. Hab ja schon alles. Hier haben wir die Burgwache und der Weg nach hier hinten ist nicht mehr da. Ich hole mir meine Flagge zurück. Ich habe erreicht, was ich wollte. Na gut, dann nicht. Den König besuchen darf ich auch nicht. Haben wir hier noch was? Ich denke nicht. Wir packen hier den Hut drauf, weil er ein Trichter ist. Ich bezweifle, dass sich darin ein Trank brauen lässt. Na gut, dann nicht. Damit lässt sich das Gebräu erhitzen. Ja, hat er allerdings schon. Sie steht da, wo sie stehen muss. Allerdings sollte man sie mal ausmachen. Ich meine ja nur. Können wir den Wein erhitzen? Ich bezweifle, dass... Ich hab noch hier. Ich bezweifle. Gut, dann nicht. Das hilft mich, hilft mir auch nicht weiter. Ich muss diese Harfe finden. Ich bin sicher, der Seher hält Nuri dort gefangen. Ja, aber erstmal brauchen wir eben den Reif und den habe ich gerade nicht. Das ist also doof. Was steht hier geschrieben? Ja, Rabenspitze, aber mehr nicht, ne? Rabenspitze, was hat das zu bedeuten? Kann ich das mitnehmen, wenn ich es einfach rausschneide? Ich muss mich zusammenreißen.
Nee, sonst hätte ich gerne mal dem Feenforscher gezeigt. Auch wenn ich nicht denke, dass es mir jetzt groß geholfen hätte. Hier haben wir auch nichts. Hey Zornbold, willst du Wein trinken? Wein? Lass mich, ich habe versagt. Na gut, dann nicht. Tauschst du mit mir die Gabel gegen das Speer? Gegen den Speer? Den Speer könnte ich da eventuell gebrauchen. Allmählich befällt ich der Ritter vom eine Ritter Zornbold. Nee, es bleibt bei den Krähen. Ich lasse. Danke. Ja, wir haben hier noch ein paar Alraun, dort ein Feentor, das zugefroren ist. Das hilft mir nicht weiter. Hier übersehe ich nichts, ne? Nee, scheint alles gesichtet zu sein. Hier auch. Ich probiere mal alles mit der Tür durch. Vielleicht findet er ja noch irgendeinen absurden Weg, mit dem er glaubt, dass die Gefahr nicht da ist. Durch Zauberfallen. Ich könnte die Tür auf, wenn ich die Zauber... Oder ich suche... Lieber nicht. So wird... Nein. Ich könnte die... Wenn ich die... Oder ich suche... Warum soll... Nichts. Okay. Windling würde sich... Das lasse ich... Fest ver... Hallo? Ja, okay. Niemand. Ich kann ja die Schrifttafeln mal alle mit der Lupe untersuchen. Vielleicht findet sich ja da was. Windling würde sich... Wie komme ich darauf? Ja, okay, dann nicht. Habe ich noch irgendwas im Inventar, das ich vernünftig kombinieren ließe? Ich denke eigentlich nicht... Probieren wir mal wieder einfach alles durch, ne? Ich bin... Versucht da gar nicht erst. Mir fällt das... Das kann ich... Das bringt... Ich weiß nicht. Das kann ich... Wenn es schon trichterförmig ist, warum nicht einen richtigen Trichter daraus machen? Schon viel besser. Okay. Toll. Ein Trichterhut. Großartig. Was mache ich jetzt damit? Ich meine, ich könnte was trichtern. Das passt hier nicht rein, ne? Hoppala. Wir müssen es auch auswählen. Ich weiß nicht. Nee, okay, das ist es also nicht. Okay, probieren wir erstmal den Rest aus. Nicht so. Warum sollte ich? Das hilft auch nicht. Das bringt... Auf die Idee sind die Magier sicher auch schon gekommen. Ja, aber vielleicht findest du ja neue Erkenntnisse über Feuerstange. Mein Kopf ist leer. Mist. So wird er. Hoppala. Besser nicht. Hier, wir packen auch das hier zusammen, dann haben wir dort irgendwas, wo wir reintrichtern können. Nein, was... Gut, dann nicht. Hatte schon... Mal... Trashbart ist eine graugrüne Flechte, die an verwunschenen Bäumen wächst. Die Yoruga-Wurzel hat Blätter wie Sellerie und soll vor Tollwut schützen. Alraunen. Das sind Nuris Wurzelfreunde. Steht das so im Buch? Damit lässt sich Gwindlings Schrift viel besser entziffern. Toll. Darin sind nur Pflanzen beschrieben. Gwindling würde sie...
Unsinn. Nicht sehr. Das führt zu. Wozu umfüllen? Na, weiß nicht, damit du die Karaffe hast? Das ist kein. Das ist kein. Wozu? Das kann ich. Wird doch. Windling würde. Natürlich. Das hilft auch. Ach was. Das geht so. Ein Trichterhut. Cool. Ja. Hier, guck mal. Heus causa discimus. Heus causa discimus. Interessiert ihn auch nicht weiter. Hatte schon bessere Einfälle. Aber nicht viele. Ich könnte mit dem Trichter nochmal. Ich könnte nochmal versuchen, den Trichter dort hinten anzuwenden beim Feuer, aber das sollte nichts bringen. Denke ich. Nur gerade absurd genug, dass ich es versuche. Ich bezweifle das. Ja, okay. Ob sich Entwickler von solchen Spielen bewusst sind, wie merkwürdig ihre Lösungen manchmal sind? Moment, eins habe ich noch gar nicht probiert. Ich habe noch nicht versucht, alles hier zu zerbrechen. Um der alten Zeiten willen. Yay. Cool. Nein. Nein. Sie ist aus Zinn. Ja. Verflucht, das hätte ich nicht tun sollen. Ja, toll. Vieles ist zerbrechlich, aber das nicht. Jede andere Fähigkeit wäre nützlicher. Gut, dann probieren wir es mit der Heilfähigkeit. Da bringt der Zauber nichts. Tja, aber du sagtest, es wäre nützlicher. Das wirkt nur auf leicht zerbrechliche Dinge. Geht nicht kaputt. Nein, schon kaputt. Wäre nicht das erste Mal, dass mir Scherben Glück bringen. Stimmt. Wäre nicht das... Voilà. Ich bin etwas ideenlos. Ach nein. Hm? Na. Das lasse ich... Wozu? Unsinn. Das kann ich. Kannst du das wirklich besser? Dann mach's mal bitte besser. Heus causa. Nö. Ich weiß nicht, was mir Scherben hier bringen sollen. Oder der Trichterhut. Hier steht etwas. Über den Käfig des Asmodeus. Was immer hineingetan wird, kann nie mehr herausgenommen werden. Außer vom Meister Asmodeus höchst selbst. Hm. Aber Meister Asmodeus ist schon seit Jahren tot. Wenn sie da den Reifen drin haben, dann hat der See ein Problem, ne? Ich Dummkopf. Jetzt sieht man gar nichts mehr. Warum mache ich auch immer alles? Ja, ich glaube, das haben sie nur reingemacht, weil sie wissen, dass Spieler es probieren werden. Aber wenn ich eine Lupe brauche, repariere ich es einfach. Warum geht's eigentlich wirklich nur hier raus? Also warum geht's hier raus, bevor es da den Gang weitergeht? Gibt's noch irgendein Buch, das ich übersehen habe? Ich glaube, ich habe meinen Erfolg dafür bekommen, dass ich alles durchgeguckt habe, also wahrscheinlich nicht. Das habe ich alles schon probiert. Das auch. Okay, und bei Mathematik sagt er einfach, dass er nicht rechnen möchte. Tja. Man könnte sagen, ich bin mit meinem Latein am Ende, aber das war ich schon vor ein paar Folgen, wie man an meinen Übersetzungen gesehen hat. Es ist mir sehr unangenehm, dass ich das hier versucht habe und so gescheitert bin. Okay. Ich würde sagen, wir beenden mal die Folge.
Ja, ich hoffe, diese Folge hat gefallen, auch wenn wir nicht wirklich weitergekommen sind. Ich meine, wir haben den Hut zerschnitten, was offenbar so sein soll. Und vielleicht soll das mit den Scherben auch so sein. Also, irgendwie sind wir weitergekommen, aber eigentlich nicht wirklich. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.